Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. Und zwischen dieser Folge und der letzten Folge habe ich wahrscheinlich eine Folge weggeworfen. Oder ihr habt eine furchtbar langweilige Folge, die letzte Folge, gesehen. Dann wisst ihr, die habe ich nicht weggeworfen. In der letzten Folge, die ich eigentlich mit in den Kanon aufnehmen möchte, habe ich gesagt, ich möchte hier ein paar Sachen produzieren für den nächsten Mod. Das war die Geschichte hier. Ja, ich habe die gebaut, soweit wie möglich. Habe sie dann hier aufgestellt. Und dann fehlte mir immer noch dieses 1K-Storage-Dingens. Und ich dachte ernsthaft, das kriegen wir nur hier an dem... München, geh mal zur Seite. An der Wiring Station. Und ich war auch fest überzeugt, an der Wiring Station könnten wir Silicon Boards bauen. Weder noch. Und jetzt bin ich allen Ernstes, deswegen werde ich die nächste Folge wahrscheinlich nicht runterladen, hochladen. Die vorige Folge, meine ich. Ich war grinden, habe mich tierisch aufgeregt und alles total dumm, denn hier am Atomic Furnace gibt es Silicon Boards. Hurra! Und es gibt, na, ihr könnt es euch jetzt schon denken, 1K Storage Drive. Supi! Also hätte gar nicht so viel machen müssen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Kohle und wir brauchen Liquid Aqueous Fuel. Des Weiteren habe ich mich noch ein bisschen informiert. Der Mod hier scheint bei den meisten Leuten zu funktionieren. Das Einzige, wo es Probleme gibt, ist, wenn diese Router im Kreislauf sind. Da gibt es Leute, die beschweren sich dann. Deswegen schmeiße ich den Router mal hier raus. Ja. Und ich weiß nicht, wer hier wirklich drauf aufgepasst hat. Hier war ein kleiner grüner Punkt, den habe ich auch mal rausgenommen. Weil der ja zu dem anderen Storage-Mod gehört. Und ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn ich die beiden hier mische. Vielleicht ist das auch der Grund, warum plötzlich mal... Also ich weiß nicht, ob ich das in der Folge drin gelassen habe oder nicht. Also in der vorletzten Folge oder letzten Folge. Egal. Ich hatte mal hier das Problem, dass hier Sachen ständig auftauchten und wieder weggenommen wurden. Eintauchten oft und so weiter und so weiter. Das war nicht so wirklich super. So, mein Maiskolben müsste jetzt irgendwo hier drin sein. Da ist er. Gefunden. Ja, egal, ich mache aus euch beiden Popcorn, ist das auch kein Problem. Ja, jetzt gehen wir mal weiter im Text. Also, ich will haben jetzt Kohle. Ah, 6 Stück nur. Ich habe nicht wirklich... Ich habe eigentlich das Gefühl, ich hätte mehr gehabt. Aber vielleicht habe ich es auch komplett wieder verbraucht. Naja, dieser Beigeschmack von... Ich weiß nicht, ob das wirklich da drin gelandet ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, denn das könnte auch wieder in der Folge sein, die rausgeflogen ist. Ich bin bei diesem ganzen Granten-Geschichte öfters mal gestorben und da kam mir in den Sinn, vielleicht bin ich ja mal gestorben, irgendwann vorher, während ich nicht aufgenommen habe oder am Ende einer Folge und habe dann mein Zeug nicht mehr eingesammelt und habe vergessen, dass da irgendwo noch Zeug von mir herumliegt und das ist dann halt weg. Das ist insofern okay, weil dann nur Sachen verloren gehen, die ich wirklich relativ mit einem sehr großen R einfach wieder bekommen kann. Es ist natürlich trotzdem schade. Sehr schade natürlich. Liquid Aqueous brauche ich noch, habe ich mir gemerkt. Ja, davon habe ich mir erst genügend. Komm her, du. Und jetzt können wir das Zeugs herstellen. Erstens, wir können eine ganze Menge Silicon Boards herstellen. Um genau zu sein, 3. Ich weiß gar nicht. Wir machen das, sobald wir sie wirklich brauchen. Und das andere müsste jetzt sein, dieser Storage Chip. Liquid Aqueous Fuel. Ach, da. Seht ihr den blauen Tropfen? Nee, der war lila. So viel zu dem Thema. So, Smelt. Ja, wir schmelzen das jetzt. Und jetzt haben wir die ganzen anderen neuen Rezepte gelernt. 64K, 16, 4K und 126K. Und die kann ich nicht hier drin bauen. Vielleicht hier jetzt wieder? Ah, da sind sie. Und jetzt kann ich ein so ein Ding bauen. Jetzt kann ich... Ja, bauen wir gleich ein großes, oder? Was brauchen wir? Titanium, Tungsten? Achso, das ist für den 4K. Ich würde schon sagen 256. Durasteel. Achso, da brauche ich bloß 156 davon, 155 davon, 255 davon mehr. Kriegen wir das überhaupt hin? Wie viel können wir denn verbauen?
Nein, können wir nicht. Was ist denn realistisch? 46 habe ich gesehen. Also 64, selbst das wird nicht hinhauen. Dann wird es halt nur ein 4K-Chip. Wir können mehrere 4K-Chips machen, oder? Können wir? Bauen wir mal zwei 4K-Chips. Obwohl, wenn wir dann mal aufrüsten, dann ist das vielleicht auch blöd. Wir bauen trotzdem 4K-Chips. Hoppla, nein. So, dann 7 Stück, denn einen haben wir schon. Machen wir es eben so. Ich wollte eigentlich das hier anklicken, aber so geht's auch. So, zwei von denen. Wir können auch 8 davon bauen, aber ich will jetzt 2 davon haben. Und dann sollte das System ja endlich funktionieren. So, Hühnchen. Und jetzt, wo ist es denn überhaupt? Jetzt tun wir dich hier rein. Und jetzt tun wir dich hier rein. Und jetzt können wir hier Filter einstellen. Und auf die Art und Weise können wir das hier ein bisschen hoffentlich regulieren. So, das. Ach so, das habe ich noch nicht gezeigt. Warum wird hier was angezeigt? Das hier ist der Inhalt von dem da. Warum wird das angezeigt? Weil da, wo mein kleiner Kollege hier steht, dahinter habe ich was aufgebaut. Das ist mit einem Draht an das Ding hier verbunden. Genau, ich habe zuerst das Ding aufgestellt und dann die anderen Komponenten, die ich schon gebaut hatte. Und alles wird mit dem hier verbunden. Alles über das Wiring-Tool. Und das hier, das nehme ich kurz mal weg. Das war dieser Transmitted Storage Bus. Wenn man den aufbaut, der hat dann so eine Art Pfeil. Hier. Der zeigt dann hier runter. Irgendwie habe ich mal in einem anderen Vorstellungsvideo gesehen, dass man den Pfeil irgendwie verändern kann, aber ich habe das selber nicht hingekriegt. Ich werde dann einfach die Dinger so aufbauen, dass es passt. Zumindest das ist der Gedanke. Beziehungsweise ich brauche es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Und was ich auch noch nicht genau weiß, wie kriege ich jetzt Sachen hier rüber? Ah, okay. Und da kann ich es wieder wegnehmen. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe eine Taste gedrückt. Das ist bei mir die Plus-Taste. Ich weiß nicht, welche das bei euch ist. In der Regel ist es links oder rechts Shift. Also die große Taste mit dem nicht ausgemalten Pfeil drauf. Unter dem Enter oder auf der rechten Seite über der. Nee, das ist die linke Seite bei mir. Ja, ihr wisst schon, was Shift ist. Also das ist jetzt bescheuert. Tut mir leid, dass ich euch unterschätze. So, also hier. Kann ich auch mit Shift das Ding mitnehmen? Ja, Moment, das hat irgendwie nicht ganz geklappt. War das jetzt der Doppelklick? Ja, der Doppelklick hat es rübergebracht. Ja, also mit Shift rüber und mit Doppelklick wieder hier rüber. Wie ist das mit Sachen, wo ich ganz viel davon habe? Da wird auch alles rübergenommen. Und hier, was ich jetzt endlich machen kann, ich kann das in einer Schritten, in 10er Schritten mitnehmen. 100er Schritte werde ich wahrscheinlich selten brauchen, aber ist auch cool, dass ich das jetzt habe. 100er Schritte ist ja mehr oder weniger alles dann. Ich habe gelesen im Forum, beziehungsweise nicht im Forum, in den Steam-Kommentaren, dass es manchmal Leute gibt, die damit ein paar Probleme haben. Also es beschweren sich zurzeit einer. Und in früheren Zeiten hatten sich auch welche beschwert, aber der Entwickler hat hoch und heilig versprochen, dass die Fehler behoben wurden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hochlade, kann es ja auch wieder schon was anderes sein. So, wenn ich jetzt hier Shift drücke, also für euch Shift, oder wenn ihr das umbenannt habt, dann wisst ihr ja, welche Taste ihr habt. Und rechte Taste drücke. Okay, dann ist das so. Dann habe ich hier ein 500er Stack mit der linken Taste. Kann ich das hier reintun? Und es müsste jetzt auf 8 Items begrenzt sein, oder? Ich versuche mal hier nichts reinzutun, was ich vermissen könnte. Ach so. Ja, das da, der Rest, den vermisse ich, ne? So. Das rüber, das rüber, das rüber. Jetzt haben wir 7. Eins davon noch. Achso, das wird dann ja gestackt. Ja, und der Snow. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo ist das 9. gespeichert? Erstmal wieder alles mitnehmen. Außerdem gefällt mir die Menüführung von dem Ding hier besser. Und man kann es ein bisschen ordnen. Was man hier schlecht machen kann, aber man kann es auch suchen. Ja. Und Ordnung halten. Man hat halt
nur noch diesen kleinen Container, wo man die Dinger reintut. Ach, Bytes. Oh, super. Also das ist ja fast schon Cheaten. Das ist Cheaten fast schon. Ich brauche hier für jedes einzelne Item ein Byte. Anscheinend geht das, dass das gesteckt wird. Ich dachte immer, dass... Ja. Im Prinzip würde ich jetzt mein ganzes Lager jetzt auf diese Dinger da verteilen. So, und was dann eigentlich auch noch möglich sein soll, man kann dann hier diese Storage-Dinger einfach mitnehmen und hat dann das ganze Lager hier drin. Das ist super. Haben wir im Prinzip auch schon vorher möglich gehabt durch den anderen Mod, den ich installiert habe. Aber das ist so eine eierlegende Wollmilchsau jetzt hier, dieser Mod. Der StarTech-Mod. Hier. Ich weiß nicht, was mein Problem damit ist. Einfach nur, dass ich hier Sachen gesucht habe und nicht wiederfinde. Also die Kohle zum Beispiel, die vermisse ich schmerzlich. Aber ich kann nicht mit Genauigkeit sagen, dass ich auch wirklich keine Kohle mehr hatte. Ich meinte, ich hätte noch Kohle und die müsste irgendwo hier drin sein. Ich finde es aber nicht. Das tut mir ein bisschen leid. Und weh. Überhaupt, wie das hier alles so sortiert ist. Hier liegt die Biomasse rum, die wir mal gefunden haben. Hier ist ein... Ach Gott. Je. Ich glaube schon, dass der seine Berechtigung hat, der Steambound-Mod hier. Aber das hier ist StarTech und das macht auch einen moderneren Eindruck. Wir wollen doch modern sein. So. Jetzt weiß ich nicht. Zeige ich euch im Prinzip jetzt noch, wie ich hier große Umräummaßnahme mache? Erstmal mache ich die große Essensmaßnahme, sonst hungere ich hier. Das will ja keiner, zumindest ich nicht. Und ich spiele gerade, deswegen ist das wichtig, was ich will. Komm, hier übersättige dich nochmal. Was können wir... Ah, ich wollte auch noch was anderes machen. Und zwar wollte ich das hier mal aufrüsten. Dafür brauche ich noch 10 Silicon Boards. Und jetzt, wo ich endlich weiß, wo ich die herstellen kann, mache ich das doch mal. Ach so, ich brauche 10 Silicon Boards, dafür brauchte ich die Kohle. Ah, super, Kohle habe ich ja nicht. Kann man Kohle herstellen aus Holz oder so? Das wäre ja cool. Ich glaube es aber spontan nicht. Nee. Da ist nichts zu machen. Ein paar von denen könnte ich noch herstellen. Achso, das war ja die 46. Oder jetzt nur noch 39. Ja, was mache ich jetzt? Wir können noch ein bisschen Kohle farmen gehen. Und oder ich sortiere hier mal mein Inventar. Das will ich ja sowieso schon die ganze Zeit machen. Hier alles, wirklich alles aus den Kisten rausreißen. Können ja mal. Also ich versuche jetzt nichts zu nehmen, was ich irgendwie langfristig. Oder ich mache ein. Wie nennt man das gleich nochmal? Eine Sicherheitskopie von meinem Spielstand. Und genau, ich beende jetzt kurz die Folge, beziehungsweise ich mache eine Pause für euch und experimentiere mal hier ein bisschen für mich selber rum, weil ich jetzt sehr oft in Fenstermodus sein werde und mit meinem Starbound-Verzeichnis auf der Festplatte rumspielen werde. Wenn Sachen nicht rückgängig machen sind, sollte man das vielleicht immer mal so im Hinterkopf behalten. Ich vertraue eigentlich dem Modbauer, aber es ist vielleicht trotzdem besser, wenn man bei sowas hier vorsichtig ist. Macht das irgendeinen Sinn, den ich jetzt gerade sage? Ich glaube es nicht. Es liegt vielleicht daran, dass ich ja, gebranntes Kind von dem hier bin. Sehr wahrscheinlich liegt es daran. Na dann, bis gleich. So, willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine neue Folge ist oder nicht, denn das ist jetzt schon eine ganze Weile her, seitdem ich das letzte bisschen aufgenommen habe. In der Zwischenzeit war ich ein bisschen farm und zwar habe ich hier Volcanic Burning Rock und Volcanic Ash gesammelt, weil man da Core-Fragmente rausbekommt. Und das ist ein bisschen einfacher, als direkt bis zum Kern zu laufen und dort Core-Fragmente einzusammeln. Ansonsten habe ich jetzt einfach mal alles hineingestopft, was mir in die Füße kam. Oder so. Und was heißt, oder die Füße kam. Einfach alles hineingestopft. Und ja. Jetzt will ich noch einen Versuch machen, der relativ wichtig ist. Weil, der könnte unser Platzproblem auch ein bisschen entschlacken. Und zwar haben wir hier eins drin, das ist schon fast voll. Oder was ist fast voll? Und hier haben wir eins, das relativ leer ist.
Jetzt probiere ich mal Folgendes. Ich wollte das eigentlich ohne Kamera machen und dann dachte ich mir, warum? Ich will jetzt noch so ein Ding bauen, so ein Drive Bay. Das bauen wir dann hier auf. Dann guck mal da rein, wenn ich in der Nähe wäre. Und tun natürlich hier das andere Ding rein. So, Kabel. Jetzt entfernen wir das und legen nur das dran. Das sollte dementsprechend leer sein. Jetzt legt mal irgendwas hier rein. Hier die ganzen Sachen, die ich gerade mühsam gesammelt habe. Ich finde auch toll, wie schnell das hier geht. Und jetzt verbinden wir das mit dem. Jetzt müssten wir beide haben. Oder? Das ist zumindest mein Wunsch, dass wir beide haben. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal ungefähr hier rein. Nein, Hühnchen, ich will nicht in dich reingucken. Ich will 275, das lässt sich leicht merken. Und wir brauchen bloß gucken, ob sich die 275 geändert hat. 300 irgendwas? Achso, dann haben wir jetzt keinen Vergleich zu dem. Oh, was ist denn hier passiert? Halt mal das. 300 irgendwas. Und das war doch mit einigen tausend belegt. Das hier sieht auch nicht so viel aus wie das, was ich vorher reingelegt habe. Habe ich da einen Fehler gemacht? So, wir tun nochmal irgendwelchen Kram hier rein. So, 148. Und hier? Ah ne, das ist der. 400. Wir nehmen den nochmal raus. Das ist natürlich blöd. Wegen sowas habe ich extra den Spielstand gesichert, damit hier nicht so viele Items verloren gehen. Aber wenn ich das schon wieder sehe, dass... Warte mal, hier haben wir doch ein 1000er Stack Dingens. Der sollte doch 1000 Kilobyte verbrauchen. Wenn ich dich jetzt hier rausnehme. Da ist hier 0. Und hier ist... Okay. Ist vielleicht einfach nur die Anzeige falsch? Moment mal, hier ist jetzt irgendwie... Fehlt gerade noch mehr. Das ist etwas, was man anscheinend nicht mit dem Ding probieren sollte. Sag ich jetzt einfach mal so. Anscheinend funktioniert das nicht so gut. Ich werde jetzt meinen Spielstand nochmal laden. Also in Anführungsstrichen laden. Ich werde wie heißt das Ding? Storage-Ordner im Starbound einfach nochmal löschen und meine Sicherheitskopie davon als Storage-Ordner bezeichnen. Ja, und mal gucken, was ich dann so mache. Das ist jetzt gerade sehr enttäuschend. Das ist... Ach. Es funktioniert wahrscheinlich sehr gut, wenn ich hier einfach nicht so einen Blödsinn mache, oder? Was kann ich denn hier... Ach so, hier kann ich Filter einstellen und so. Aber es scheint irgendwie Probleme zu geben, wenn ich mehr von diesen Bays anschließe. Ich gucke mir das auch nochmal im Forum an, beziehungsweise in den Steam-Kommentaren von dem Mod. Irgendwo finde ich vielleicht eine Antwort darauf. Bis dann. Oder bis zur nächsten Folge. Ich guck mal, wie lange die Folge ist. Ich habe aus Versehen vergessen, den Timer zu machen. Und da bin ich wieder zurück. Für euch sind jetzt wieder nur ein paar Sekunden vergangen, aber für mich ist wieder ein ganzer Tag vergangen. Und in diesem Tag habe ich einen kleinen Beitrag in dem Forum geschrieben, offiziell im Starbound-Forum, in dem Tweet, wo dieser Mod behandelt wird, und gefragt, was ich eventuell falsch gemacht habe. Und ja, erstens, ich habe eine kleine Anleitung zu dem Mod gefunden, und wenn ich dran denke, dann werde ich den Link dazu in die Beschreibung dieses Videos mit reinnehmen. Falls ich das vergessen habe, erinnert mich bitte dran. Und ja, was ich vergessen habe, oder was bei diesem Mod anscheinend sehr wichtig ist, ich muss hier Filter reingeben. Also ich muss hier auf dieses Ding drücken und hier irgendwas eingeben. Hier habe ich mal Dirt eingegeben und hier auch. Ich habe jetzt gerade das ganze Video schon mal aufgenommen und dabei habe ich gemerkt, der erste hier, da hat es das irgendwie nicht richtig gespeichert. Beim zweiten ging es sofort, beim ersten nicht. Warum könnte das so sein? Ich habe einfach mal gemutmaßt. Ich habe ja im Video schon gezeigt, wie ich hier Sachen rein tue und wieder raus tue.
Das heißt, der erste Chip hier wurde schon mal benutzt. Das ist blöd, weil da hatte der noch keinen Filter und sobald das der Fall ist, ja, ist der Chip jetzt kaputt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Bug, der dafür sorgt, dass unsere Objekte verschwunden sind, oder meine Objekte, dieser Bug hat dafür gesorgt, dass dieser Chip jetzt insgesamt nicht mehr richtig funktioniert. Auch wenn jetzt ein Filter drin ist, ist es angeblich so, dass es jetzt trotzdem noch sein kann, dass da Sachen verloren gehen. Und weil jetzt im Prinzip beide Chips hier drin waren, während ich Sachen reingelegt habe, kann es sein, dass beide Chips jetzt kaputt sind. Deshalb schmeiße ich die beide jetzt hier weg. Sind ja eh leer. Also da steht zumindest drin, dass sie leer wären. Das Ding reiße ich vorsichtshalber auch nochmal ab und setze es neu hin. Und ich hoffe, dass die Bay selber jetzt auch nicht kaputt ist, aber soweit vertraue ich dem Ganzen noch. Was ist das hier? Ach so, das habe ich eingesammelt. Ach so, ich bin zwischen dem letzten Schnipsel und diesem Schnipsel ein bisschen noch auf dem Planeten unterwegs gewesen und habe Sachen eingesammelt. Wieder mal. Einfach so, weil ich Lust hatte zu spielen, aber ich habe noch auf die Antwort gewartet. Da kam ich jetzt nicht so schnell ran. Und jetzt machen wir das gleiche Spielchen nochmal. Wir stellen wieder ein paar Chips her, wenn das überhaupt so geht. Ach ja, da brauchen wir die ganzen Sachen. Ach so, die ganzen Sachen, die ich zwischendurch beim Grinden gefunden habe, ich habe es mir jetzt angewöhnt. Ich gehe direkt hier auf die verschiedenen Container und schmeiß einfach alles rein. Über das Terminal sollten wir es ja trotzdem kriegen. Und zwar Liquid, Irkius, her damit, Request. Können wir das irgendwie in die Nähe von dem Terminal? Ne, wir können das Terminal in die Nähe von dem Ding setzen. Das funktioniert ja immer noch. Und das funktioniert leichter als mit dem da. Also das ist ja wirklich eine. Also das kommt drauf an. Ihr müsst das erste Mal natürlich einen größeren Dingens setzen, aber dann, wenn es einmal aufgebaut ist, könnt ihr natürlich hier dieses Terminal überall hin dahin setzen, wo ihr es braucht. Und ich habe das jetzt nur gemacht. Ach so, erstmal nochmal weg. Das hier Nummer 1 und das hier Nummer 2. Und dann kann man hier leichter handwerken. Glas und Sand braucht man auch. Also gebe ich jetzt hier Glas, die 4. Ach, nehmen wir alle. Und Sand. Ja, nehmen wir hier die. Ach nee, das ist Golden Sand. Das brauche ich natürlich nicht. Hoppla. Ach, egal. Und jetzt können wir ein paar davon herstellen. 41. Können wir gleich einen 16K-Chip herstellen? Ich meine, die Sachen dafür haben wir jetzt eh im Inventar. Jetzt können wir das Terminal wieder hier hinsetzen. Und jetzt das gleiche nochmal machen. Hier, hier. Was brauchen wir für einen 16K-Chip? Hier oben. Titanium, Silber, Gold und die 16K Storage Chips, die wir ja noch haben. Gibt es einen 32er Chip? Ne, es gibt einen 64er. Aber 64 haben wir nicht. Na, das bauen wir mal so ein. Titanium brauchen wir dafür. Ich finde es lustig, dass wir den einen Mod dafür verwenden, dass wir den anderen dann verwenden wollen. Obwohl, ich habe Titanium auch gesammelt. Das sind 15. Wie viel brauchen wir? Ja, okay, das haben wir also im Prinzip schon. Dann Silber. Was habe ich an Silber? Das sind 16. Ja, haben wir auch. Und Gold. Okay, wir haben es im Prinzip schon. Und die Storage Car Chips. Also hätten wir es jetzt gar nicht gebraucht, sondern ich muss nur mein Zeug umwandeln. Habe ich das schon mal im Let's Play umgewandelt? Wenn nicht, dann mache ich es mal jetzt. Okay. So. Was braucht man noch? Silber? Habe ich schon mal Tin umgewandelt? Also Tinwaren gebaut? Anscheinend auch. Oder es bringt keine neuen Rezepte. Ja, passt schon. Wie viel Platz habe ich jetzt noch hier drin? Okay, das reicht noch. Ich wollte 16er herstellen und ich glaube, wir könnten vielleicht sogar zwei davon herstellen. Dann stelle ich mal 32 davon her. Und das geht ja, das ist natürlich schon ziemlich materialintensiv. Aber was soll's. Am Ende, wenn das dann funktioniert und wenn es nicht herumspinnt, werden wir ja mit einer nahezu unendlichen Lagerungsquelle belohnt. Wir setzen hier sofort einen Filter. Und da, ja, ich habe
das erste Video versucht aufzunehmen mit Fenstermodus und dann zeige ich euch die ganze Zeit die Anleitung. Das hat nicht funktioniert. Deswegen müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen, wenn ich sage, ein Filterungssystem funktioniert, indem ich ein Add gebe. Und jetzt gebe ich beispielsweise Block ein. Und Priorität setze ich einfach mal 1, weil... Moment mal, hat es das jetzt gespeichert? Okay. Ich habe jetzt mit Enter da weitergearbeitet. Und bei dem Ding, was setzen wir da ein? Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste Add Crafting sein. Das habe ich nicht in der Anleitung gelesen, sondern im Forum, wo gefragt wurde, warum funktioniert dieser Crafting? Also in der Anleitung steht, das kann ich gleich mal vorwegnehmen, Crafting Material. Das ist aber falsch. Im Forum steht, das wäre nur Crafting. Mal gucken, ob das so funktioniert. So. Und ich hoffe, meine mühsam gelooteten Sachen gehen jetzt nicht verloren. Okay. Was passiert hier? Ich will das hier reintun, der findet keinen Filter dafür und schickt es wieder zu mir zurück. Das ist okay. Mhm. Also, die Filter scheinen nicht zu funktionieren. Aber zumindest sind die Sachen nicht weg. Ich mache das jetzt mal groß. Also ich schreibe es jetzt mal groß. Das ist zumindest angenehmer, als wenn es im Nirvana verschwindet. Hm. Hühnchen, das war jetzt unabsichtlich. Das zweite, was mir einfällt. Das Nummernzeichen, also Hashtag. Nee, das ist... Wo ist denn auf einer deutschen Tastatur das Hashtag? Hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben jetzt zumindest einen Filter, das heißt... Nee, das funktioniert auch nicht. Ich mach mal das Beispiel, was in der Anleitung steht. Und zwar... Das ist ein bisschen albern, aber das müsste jetzt funktionieren. So, Dirt. Das nicht. Und... Wo haben wir 3 Dirt? 2 Sand, 2 Sand. Ich habe doch so viele Blöcke 2 Dirt gesammelt gerade eben. Na okay, dann mach mal eben... Hier ist 2 Dirt. Das funktioniert auch nicht. Das ist interessant. Ich überlege jetzt gerade, ob ich das jetzt noch mit ins Let's Play nehmen soll. Es wird groß geschrieben. Machen wir es mal folgendermaßen. Wir machen so ein Ding für Dirt. So, jetzt ist es auch eingespeichert. Und ein so ein Ding machen wir jetzt für Sand. So, einmal Sand, einmal Dirt. So, ein Sandblock. Will immer noch nicht da rein. Ich Alter, ich bin so dumm. Das ist natürlich aber auch wichtig. Falls ihr mal dieses Problem habt und euch partout nicht einfallen will, warum es nicht funktioniert. Das ist eine Möglichkeit. Ich lasse jetzt aber mal den Dirtblock hier und ich mache hier, ich setze hier mal mit einer höheren Priorität oder mit einer niedrigen, das weiß ich noch nicht. Hier etwas wieder mit AddBlock. Und ich schreibe es mal wieder klein, so wie ich denke, dass es richtig wäre. Nicht Block. Block. So. Der hat jetzt FilterBlock und der hat jetzt FilterDirt. Okay. Und das wird gespeichert. Hm. Das sind 800, ihr könnt es ja selber lesen. Das ist hier drin gespeichert. Okay, und jetzt gebe ich mal Dirt rein. Wo ist der Dirt-Zeugs? So. Das ist auch hier reingespeichert worden. Okay, also höhere Priorität heißt... Hoppla. Ich setze jetzt mal die Priorität hier ein Stück weit höher. Gucken, ob das jetzt klappt, wenn ich das jetzt wieder rausnehme. Komm her, du. Jetzt habe ich es wieder. Jetzt setze ich dich wieder rein. Jetzt müsstest du in dem anderen drin sein, oder? Ja. Okay. Das ist okay. Ich weiß nicht,
Wie gefährlich das jetzt ist, die Filter noch zu verändern, nachdem das Zeug da drin ist, riskiere ich's. Ach ja, im Notfall. Das ist alles vorher gespeichert worden. Und ich schreibe dazu nochmal einen Kommentar im, nicht einen Kommentar. Ich schreibe dazu nochmal was in Forum und frage ihn einfach. Aber ich probiere es jetzt erstmal für mich selber aus. So, das hier wurde geändert in Crafting. Der Inhalt bleibt erstmal drin. Jetzt tue ich hier noch was rein. Achso, ich nehme mal hier nur einen raus. Und ich tue es wieder hier rein. Das wurde hier wieder drin gespeichert. Okay, ich brauche was zu essen. Ich brauche was zu essen. Hier. Mach dir ein bisschen Reis. So, ist was. Ich frage mich sowieso, was der für ein Metabolismus hat. So, Crafting war jetzt das. Das müsste hier drin sein. Okay, das funktioniert. Und ich tue mal hier ein Ei rein. Ah, seht ihr es? Wenn ich das hier rein tue, dann wird's wieder, kommt es hier rein und wieder raus, weil er keinen Filter dafür findet. Und das hier wird jetzt alles da drin gespeichert. Okay, und das hier scheint was anderes zu sein. Das ist wahrscheinlich Ohr. Oh, das ist Fuel. Ship Fuel ist eine eigene Kategorie. Weil Ship Fuel normalerweise hier vorne drin ist. Okay. Crafting Material. Da steht es ja auch nochmal. Also unter jetzt Chopper Ohr, bei dem Namen steht unten drunter Crafting Material und das ist Add Crafting. Okay, können wir alles hier reintun. Ich vertraue jetzt auch mal das Ding dem jetzt hier an. Ich glaube, das ist mega selten und mega wertvoll. Ach, das will ich eigentlich gar nicht da drin haben. Aber der Rest, ja. Der Rest ist jetzt zweitrangig. Und hier kommt auch alles rein. Okay, das ist wieder Liquid. Liquid ist was anderes als Blocks. Interessant. Dann dürfte das auch nicht reinkommen. Ja. Was ich jetzt noch nicht weiß, aber ich glaube... Doch, ich glaube, ich habe es gelesen. Es könnte mal sein, dass dieses System hier... Problem hat mit mehreren Terminals. Oder war es das? Eins von beiden, das muss ich jetzt noch rausfinden. Und das aktualisiere ich dann auch in der nächsten Folge. Eins von beiden hat auch Probleme mit mehreren Terminals. Am besten ich frage beiden nach, wenn ich es nicht nochmal finden sollte. Ansonsten, ja, ich habe das jetzt hier erstmal aufgebaut, so provisorisch, wie hier alles provisorisch ist. Demnächst werde ich mich ein wenig mit Elektrik befassen, aber wir haben ja jetzt noch nicht wirklich viel elektrischen Bedarf, sage ich mal. Ist natürlich schwierig. Was ich eigentlich so schnell wie möglich machen will, ist immer noch unseren Meta-Manipulator, also die höchste Stufe dann von bekommen, weil dann wird alles so viel einfacher und so viel, da wird man einfach nur durchbrechen durch alles. Und dafür brauchen wir ja immer noch das hier. Ich glaube, ich verfolge das erstmal. Tut mir leid, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Jemand hat mich jetzt vor kurzem angeschrieben, da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die ausführliche Mail, die ich da bekommen habe. Mit einiger Kritik und Vorschlägen und so weiter. Und jetzt habe ich den Namen vergessen, das tut mir sowas von leid. Aber das war jetzt auch schon ein paar Tage wieder her. Das tut mir noch mehr leid. ja, also ich bedanke mich bei dir, ich suche jetzt nochmal deinen Namen raus und... bedanke mich bei allen anderen und ja, hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten und bis zur nächsten Folge.